Servus Menschen! Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es ist ein wichtiges Thema, auf das wir heute aufmerksam machen wollen. Wir sind gemeinsam hier, um gesehen und gehört zu werden. Wir wollen alle dasselbe, auch wenn die Beweggründe vielleicht unterschiedlich sind. Legalisierung, Entkriminalisierung und Akzeptanz. Hierzu möchte ich ein paar Worte an euch richten. Nicht nur an euch, die ihr genau wie ich hier seid, weil sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Nein, gerade an die Skeptiker, an diejenigen, die es falsch erachten und diejenigen, die es sogar verteufeln. Neben dem immer wiederkehrenden Dauervergleich mit legalen Drogen wie Alkohol gibt es viele Gründe, gerade jetzt Cannabis zu legalisieren. Wenn man diese Droge aus dem illegalen Bereich holen würde, hätte man plötzlich ein neues Konsumgut, für welches man Steuern kassieren kann. Es gäbe einen neuen Wirtschaftszweig, mit dem der Staat zusätzliches Geld verdienen kann in Zeiten der Steuerausfälle. Auch würde zumindest ein kleiner Teil neuer Arbeitsplätze geschaffen, denn irgendwo muss das Zeug ja her. Anbau, Logistik und Verkauf. So stärken wir den Arbeitsmarkt. Obendrein würde man sich Geld für dann sinnlose Arbeit von Polizei und Justiz sparen. Die dadurch frei werdenden Ressourcen könnten dann endlich in die konsequente Verfolgung von Steuerflüchtlingen gesetzt werden, das wiederum noch mehr Geld einbringt. Ihr seht also ein, allein aus wirtschaftlicher Sicht würde sich die Legalisierung total lohnen. Warum haben das unsere schlauen Fanatiker der schwarzen Null noch nicht selbst erkannt? Für die eine Droge zieht man vor Gericht, wenn der Konsum auch nur einmal eingeschränkt wird. Andere sollen weiter in der Schublade der großen Übel verweilen. Bei der einen Droge muss man über Jahre, sogar Jahrzehnte hart kämpfen, um die öffentliche Bewerbung dieser zurückzufahren. Bei der anderen hat man oft selbst bei medizinischer Notwendigkeit schlechte Karten. Warum ist die eine Droge voll erlaubt, die andere aber verteufelt? Ja, Droge ist nicht gleich Droge. Und es gibt manches Mittel, das in keinem Fall legalisiert und verharmlost werden sollte. Dazu gehört aber auf keinen Fall Cannabis. Der unterschiedliche Umgang mit verschiedenen Drogen ist höchst paradox und findet allerhöchstens geschichtliche Erklärung. Bis ins Jahr 1872 war der Konsum von Cannabis in Deutschland komplett unreguliert. Das Kiffen war absolut legal. Im 19. Jahrhundert dann wurde bereits indischer Hanf vermehrt als Schmerzmittel eingesetzt, denn man erkannte dort bereits die medizinische Bedeutung. Bei der internationalen Opiumkonferenz in Den Haag 1911 und 12 wurde beschlossen, dass die Frage des indischen Hanfes durch die inländische Gesetzgebung geregelt werden sollte. In Deutschland gab es aber keine Bemühungen für eine gesetzliche Regulierung. Erst im Jahr 1929, denn nicht weil Deutschland es wollte, sondern weil der diplomatische Druck entsprechend größer wurde und Deutschland sich anschließen musste. 1929 beschließt der Deutsche Reichstag das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln, auch Opiumgesetz genannt. Es ist der Vorgänger des Betäubungsmittelgesetzes von 1971. Das bedeutet, von vielen hier, die Großmutter oder der Großvater durfte von den Leuten hier noch unbedarft kiffen, solange sie vor 1929 geboren wurden und alt genug waren. Stellt sich die Frage, warum wurde der internationale Druck so groß, dass Deutschland es musste? Es war, wie so oft, wirtschaftlicher Grund. Hanffasern wurden schon sehr lange als günstige Alternative für die Papierproduktion genutzt, denn selbst die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde auf Hanfpapier geschrieben. Die Prohibition wurde in den 20er Jahren aufgehoben in den USA, woraufhin sehr viele Beamte dort drüben drohten, arbeitslos zu werden. Und damit das nicht passiert, hat man mit der Unterstützung der Lobby, der Holzwirtschaftslobby in den USA, das Hanf sukzessive verteufelt, und dieses Denken breitete sich weltweit aus. Zu keinem Zeitpunkt
war der Beweggrund, dass Cannabis zu verbieten, einer, dass es schädlich für den Menschen ist. Es war nur, um die Interessen einiger weniger durchzusetzen. Versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, gebt das Hanf frei. Es sollte das Ziel sein, einen Umgang mit diesem Rauschmittel zu erreichen, wie es noch vor 1929 in Deutschland war. Ein regulierter, sauberer Verkauf, ein straffreier Besitz und daraus resultierend weniger Kriminalisierung und dadurch weniger Ressourcen der Polizei für Bagatelldelikte und mehr Einsatzkraft für wichtige und ernsthafte Kriminelle. Ja, es ist ein weiter Weg dorthin. Aber nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann dieser Wunsch von den hier Anwesenden Wirklichkeit werden. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist bereits 2017 getan worden, indem der Verkauf auf Rezept in Deutschland möglich gemacht wurde. Aber es gibt noch viel, viel Arbeit. Drum packen wir es gemeinsam an. Entkriminalisierung und Förderung der guten Seiten des Cannabis für die Gesellschaft.